Jo Leute, was geht? Euer Kater ist mal wieder am Stiesele. Und meine Freunde, es war, Freunde, es ist wahr. Der Titel verrät schon, Freunde, es kommen bald neue Videos, denn mein PC ist endlich da. Er ist so gut wie eingerichtet. Ich habe viele Daten schon übernommen. Ich bastel mich da rein. Auf jeden Fall ist wieder alles am Start. Und es wird so geil, Freunde, wenn Artikel 13 nicht durchkommt. Aber ansonsten wird es richtig geil, Freunde. Seid auf jeden Fall gespannt. Es kommen bald neue YouTube-Kacken-Reactions. Sau ich gut raus. Ich werde am Wochenende denn auf jeden Fall aufnehmen. Oder morgen schon werde ich vielleicht ein, zwei Stunden was aufnehmen. Dann haben wir auf jeden Fall wieder drei, vier Videos am Start oder mehr. Und dann werde ich einfach rausballern. Seid auf jeden Fall... Ich würde einfach mal sagen, hier haben wir jetzt das gute Stück. Ich habe jetzt hier zwei Displays noch. Ich habe jetzt hier meinen alten Monitor. Den habe ich mir neu geholt, den hier, weil der halt 4K UHD hat und da hinten ist noch mein Fernseher, den alten, den lasse ich einfach so. Den nehme ich meistens dann immer für Livestreams oder so, Freunde. Und bevor ich euch jetzt den PC zeige und was er so hat, Freunde, schreibt bitte nicht in die Kommentare, yo, YouTube Money regelt und die Spenden und so ein Zeug. Freunde, das stimmt alles nicht. YouTube, klar, gibt mir ein bisschen was dazu im Monat, aber ganz ehrlich, Freunde, im Prinzip ist YouTube, was ich an YouTube selber verdiene, wirklich nicht nennenswert. Und die Spenden waren richtig korrekt von euch. 150 Euro haben wir da zusammengekriegt. Das war eine richtig kranke Aktion. Eigentlich mag ich das gar nicht so, euch nach Geld zu fragen oder so, aber das war halt so ein Struggle einfach. Und es ist wirklich cool, dass Leute das gemacht haben. Vielen, 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 vielen Dank an alle, die was gespendet haben, Freunde. Aber jetzt würde ich sagen, steigen wir einfach mal ein. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt aufnehmen soll mit meiner Selfie-Kamera. Voll verblödet eigentlich. Und zwar fangen wir jetzt einfach mal an, Freunde. Und zwar... schwul, Alter. Ich mache das jetzt einfach anders. So, Leute. Andere Perspektive. Wie gesagt, Freunde, hat sich nichts verändert. Gleicher Stuhl. Aguna ist noch am Start. Außer der ist halt hier am Stiesele. Richtig geil. Sitze ich relativ weit vorne, Freunde. Ich muss halt nur noch ein paar Programme installieren. Photoshop etc. Auf jeden Fall, Freunde. Ich werde jetzt hier auch nichts verlinken und in die Videobeschreibung sehen. Hey, kauft es da und ich habe es von da. Weil es ist keine Produktplatzierung, alles drum und dran. Es ist nur eine Werbe... Nennung, sage ich mal so. Ich habe es von Mifcom geholt, Freunde, und ja, ich habe mir dann hier noch so eine kleine Box geholt und ja, die ist eigentlich relativ nice, dann brauche ich nämlich keine andere Boxen, das ist halt meine Musikbox. Auf jeden Fall sieht das so von vorne aus, was fresh ist, Freunde. Ich habe ihn ausgepackt, habe erstmal das CD-Laufwerk gesucht und ich habe es nicht gefunden, es hat kein CD-Laufwerk. Das heißt, man braucht ein separates Laufwerk, wo du halt hinten anschließen kannst per USB, dass du dann da deine CDs reinmachen kannst. Auf jeden Fall, Freunde, hier ist noch ein kleiner Blick nach innen. Das reflektiert jetzt so. Ich mache jetzt einfach mal kurz Licht aus. Skirl Game. Sieht auch ein bisschen nicer aus. Man sieht jetzt hier nicht so viel, Freunde, aber Corsair kann man da schon mal lesen. Und alles hier am Start. Meine GTX Graphic Card. Und so sieht es dann halt bei Nacht aus, so im Dunkeln halt. Richtig nice eigentlich. Kann man sich auf jeden Fall gönnen. Mit dem Bildschirm etwas komisch, aber... ist ja auch auf jeden Fall nicht schön. Aber jetzt würde ich sagen, lese ich euch einfach mal die Daten vor. So, Freunde, ich habe mich jetzt doch ein bisschen umentschieden, mich doch hinzusetzen und euch das vorzulesen und nicht die ganze Zeit so dumm rumzulaufen. Das ist auch verblödet. Auf jeden Fall, Freunde, beschwert euch nicht bei dem Schnitt. Ich tue es noch mit dem Handy machen, weil mit Camtasia ist es jetzt immer noch so eine Sache. Ich muss mich erstmal wieder reinfinden, das neu installieren, die Daten, tralala, hopsasa. Wisst ihr Bescheid, Freunde? Ich werde jetzt einfach mit einem Videoschnittprogramm von iPhone, scheiße Namensnennung, auf jeden Fall machen. Auf jeden Fall, Freunde, legen wir jetzt einfach mal los. Ich habe hier meine kleine Liste am Start, da werde ich auch ablesen. Nicht, dass ihr denkt, ich bin der übermäßige Pro. Auf jeden Fall, Freunde, haben wir da drin verbaut eine Corsair Spec Omega RGB mit Sichtfenster schwarz. Also für die, die nicht wissen, was die Corsair ist, es ist halt einfach eine Wasserkühlung, Freunde. Tut das Ding halt nochmal leiser machen und wenn wir jetzt mal kurz hinhören. Man hört wahrscheinlich jetzt im Video gar nichts. Das Ding ist auch wirklich leise, deswegen habe ich es auch hochgestellt. Nicht nur von der Optik her, sondern auch, weil es halt relativ leise ist, Freunde. Ich hätte natürlich auch ein Unboxing machen können, aber dafür hatte ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht so viel Bock, weil Unboxing auch immer wieder was verbunden ist mit der Firma selber. Dann bräuchte man halt Kooperation und so. Und die bekommt man bei Mifcom, glaube ich, erst. Man kriegt so ein Ding gesponsert ab 500.000. Also, ja, da fehlen mir noch so zwei Abos, aber dann habe ich es auch. Auf jeden Fall machen wir jetzt weiter, Leute. CPU. Eine Intel Core i7-8700K 6x3,7 GHz mit 12 MB L3 Cache. Dann ist noch in Klammern A plus BL in Klammern. Das ist jetzt halt für die ganzen Technik-Junkies und sorry, falls ich es
falls ich es falsch vorlese oder so, Freunde. Wie gesagt, ich bin auch nicht der Pro vom Haus, wisst ihr Bescheid. Dann geht's weiter, das MBO Asus ROG Strix Z370F Gaming Intel Z370SO 1151. Dann gehen wir weiter gleich mit der Grafikkarte. Geile Grafikkarte. Geile Grafikkarte auf jeden Fall. Eine Nvidia GeForce GTX 1080 Ti. 11 GB Asus Strix GTX 1080 Ti. 11 GB. In Klammern noch gestellt. Also es ist eine richtig fette Grafikkarte. Ti ist natürlich richtig krass und 1080 ist auch nochmal krank. Also es ist halt alles 4K Optimum. Was halt jetzt noch man konfigurieren hätte können bei dem PC. Man hätte noch mehr RAM reinbauen können. Man hätte natürlich noch eine Coffee Lane, ich glaube, das heißt so, die noch eine stärkere CPU, noch eine stärkere Grafikkarte einbauen. Aber ganz ehrlich, wollen wir mal nicht übertreiben. Bei Geld scheißen tue ich auch nicht, Freunde, wisst ihr Bescheid. Dann gehen wir weiter. Es hat 8 GB DDR4 2004 CL16 Corsair Wegener LPX Black Ref S drin, also der RAM-Speicher, Freunde. Dann hat es eine 250 GB Samsung 970 Evo M.2 PCLE, genau, SSD-Karte halt einfach, Freunde. Dann eine HDD 2 TB Seagate Barracuda SATA 3 drin, auch richtig neues, kann man sich auf jeden Fall gönnen. Und das Geilste ist auch, Freunde, ich hatte zwar auch einen heftigen Laptop, aber der hat immer so lange gebraucht zum Neustart und der hat halt so lange gebraucht zum Booten, obwohl der eigentlich relativ gut ist. Den mache ich an, 7 Sekunden ist er gebootet und kann ich direkt loslegen, also ist richtig verschickt. Ich habe mir auch vorhin getraut, hey, soll ich wirklich jetzt ein Spiel öffnen und das ist ja dann nicht überfordert. Voll verblöd, obwohl ich eigentlich einen guten PC hatte, aber meiner war schon ein bisschen broke. Und übrigens, ja, der ist jetzt richtig im Arsch, Leute. Grafikkarte war auf jeden Fall richtig am Nichtstissele. Leider. Aber ich würde sagen, wir hauen gleich wieder weiter rein. Hat eine HD-Audio onboard, ganz normal. PSU hat eine 650 Watt Corsair TXM Series Modular 80 Gold Plus. Dann ein Fan, also die Ventilatoren, hat er einfach wieder Corsair, ist alles von denen. Calling Hydro Series H1 plus 2 Corsair Series SP120 PWM. Dann wieder eine Corsair Calling Hydro Series H100 Bulk. Dann hat es ein CFA Corsair Air Series SP120 Quiet Edition mit PWM 120mm 2er Pack. Wie gesagt, Freunde, ich lese einfach alles einfach mal ein bisschen vor, für die, die sie vielleicht den PC auch holen sollten. Ich werde es jetzt nicht verlinken, aber auf MIF.com beim Champion Steel, das ist auf jeden Fall mein PC, dass ihr dann Bescheid wisst. Und wie gesagt, das sind so echt die Randdaten. Dann Windows 10 Home 64-Bit war schon am Start, mit natürlich den Ladescreens, also sind auch angepasst an den Herstellern selber. Dann ist noch der Windows 10 Genius Sticker, dennoch der Microsoft 10 Home. Alle Lizenzen sind da auf jeden Fall drauf, denn noch Windows, also der Produktschlüssel ist am Start. Servicepaket, 3 Jahre Garantie und alles drum und dran. Das war es jetzt erstmal zu den allgemeinen Daten von dem PC selber, Freunde. Und ja, Freunde, das war es eigentlich schon mit dem Video. Ich wollte euch eigentlich nur ein kleines Video beliefern, wo ich sage, was der PC kann, dass ihr ihn habt und dass bald neue Videos kommen, Freunde. Und ich freue mich so unendlich drauf, wieder Videos für euch zu machen. Das glaubt ihr nämlich gar nicht. Ich habe so Bock, wieder hinzuhocken, mir geile YouTube-Kacke anzuschauen. Es sind so geile Kacken schon rausgekommen und ich konnte einfach nicht reagieren. Ist einfach nur scheiße. Wir hoffen natürlich, dass Artikel 13 nicht durchkommt, Freunde. Und checkt auf jeden Fall dann noch die Videos aus. Könnt einfach Artikel 13 mal eingeben. Denn wenn der Artikel durchkommt, war es das mit YouTube eigentlich, was Urheberrecht angeht. Und dann gibt es keine Reactions mehr, keine Parodien, keine Remixe, nichts mehr. Solltet ihr auf jeden Fall auschecken, denn wir sind davon alle eigentlich betroffen, Freunde. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach im nächsten Video, meine Freunde. Bis dann, euer Cutter. Skrrr Game.